Die Bozner Geschäftsleute haben viele Probleme. Sie leiden unter dem Steuerdruck, unter der immer stärkeren Bürokratie. Neu ist allerdings, dass auch Probleme bestehen mit teilweise aggressiv auftretenden Bettlern, afrikanischen Einwanderern vor allem, die in letzter Zeit immer stärker hier auch Kunden beim Eingang belästigen und damit den Geschäftsleuten Schwierigkeiten bereiten. Zudem besteht das Problem, dass die Gemeinde viel zu wenig auf die Sauberkeit der Lauben und der Straßen achtet, was insgesamt ein sehr schlechtes Bild abgibt. Ich spreche jetzt mit einer Geschäftsfrau, die selber zu den Betroffenen zählt und die uns Genaueres dazu sagen kann. Wir haben wirklich große Probleme hier unter den Bozner Lauben. Als erstes würde ich sagen, die Sauberkeit, die sehr zu wünschen übrig lässt, besonders in den letzten Jahren. Wenn wir nicht selber putzen würden, wäre da alles voller Schmutz, Hundehäufen, Zigarettenstummel und so weiter. Das betrifft nicht nur uns, sondern auch andere Geschäftsleute generell. Die Situation in den letzten Jahren hat sich drastisch verändert. Es ist immer schlimmer geworden und die Stadtgemeinde Bozen macht eigentlich überhaupt gar nichts. Als zweiten Punkt würde ich sagen, die Bettelei, die in den Bozner Lauben immer ärger wird. Und wenn man den betroffenen Personen sagt, höflich bittet, sie sollen bitte woanders hingehen, wird man aggressiv angegriffen. Sie gehen direkt ins Geschäft hinein, sie gehen direkt auf unsere Kunden zu, belästigen sie, und das finde ich, das kann so nicht weitergehen. Und es wäre sehr gut, würde unsere Gemeinde Bozen sich da einmal kümmern, diese Probleme anzugehen. Da wären wir Geschäftsleute unter dem Bozner Lauben sehr froh. Ein weiteres Problem ist, dass die Polizeipräsenz unter dem Bozner Lauben völlig fehlt und wir fühlen uns dadurch alleingelassen.